Im Juni 2012 nimmt Gabi Stein noch am Karlssternlauf teil. Im August geht die damals 49-Jährige wegen Übelkeit zum Hausarzt. Die EDV-Betreuerin der Universitätsmedizin Mannheim tippt auf Magenverstimmung. Doch es ist ernster. Er hat dann Blut genommen und dann hat er praktisch gemerkt, dass die Leberwerte nicht in Ordnung sind. Hat daraufhin einen Ultraschall der Leber gemacht und hat dann die Metastasen gefunden. Er wusste nicht genau, was es ist, hat aber gesagt, von unerfreulich bis sehr unerfreulich ist alles möglich, soll ins Klinikum gehen, das abklären lassen. Die Ärzte der Universitätsmedizin Mannheim diagnostizieren Darmkrebs. Es droht Darmverschluss und in der Leber zeigen sich zahlreiche Metastasen. Eine Operation ist nicht möglich. Die Behandlung zur Linderung der Beschwerden wird auf ihre genetischen Gegebenheiten abgestimmt. Wir wissen, wie diese Erkrankungen entstehen. Wir wissen, wie sie sich weiterentwickeln. Und wir haben auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, jetzt ganz gezielt bei dieser Entstehung auch einzugreifen. Das heißt, wir haben auch Werkzeug in der Hand, Medikamente, die ganz gezielt bei der Entstehung dieses Tumors eingreifen. Und das ist das, was für jede Person, für jeden Patient unterschiedlich ist und damit eben personalisiert ist. Zum einen gibt es Antikörper, die sich gegen Oberflächenstrukturen auf der Tumorzelle richten. Es gibt Antikörper, die verhindern, dass der Tumor Gefäße sprießen lässt, um sich selbst zu ernähren. Es gibt aber auch Medikamente, die man einnehmen kann, also Tablettentherapie, die sich gegen bestimmte Zielproteine in der Tumorzelle selbst richten. Die individuellen Biomarker aus Blut- oder Gewebeproben sind der Schlüssel bei der Suche nach einer erfolgversprechenden Krebstherapie. Das Forschungslabor der Universitätsmedizin Mannheim sucht auch nach neuen Markern, stützt sich dabei auf drei Säulen. Also wir haben erstmal die Marker, die wir aus der Pathologie beziehen und auch da prüfen lassen. Und da bezieht der Patient seine Diagnose daraus. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir wollen neue Marker identifizieren. Und dafür benutzen wir auf der einen Seite die Patientenproben natürlich, die wir von der Pathologie und der Chirurgie bekommen, die auch validiert sind. Und zusätzlich finden wir neue Marker, mit denen wir zum Beispiel von einem passiven diagnostischen Marker hin zu einem aktiven Molekül kommen, was auch in die Signalwege der Zelle eingreift. Marker sind DNA-Sequenzen oder Proteine. Ziel ist, umprogrammierte Moleküle in Krebszellen zu schleusen, die das Wachstum hemmen, stoppen oder gar bösartige Zellen abtöten. Wie diese rot eingefärbten Antitumor-Gene. Es gibt gute und schlechte Gene, das nennt man dann Onkogene oder Tumorsuppressor-Gene. Und je nachdem, wenn man die einen anschaltet und die anderen abschaltet, erzielt man den gewünschten Effekt. Und das ist das, was wir machen in der Zellkultur. Also wir simulieren sozusagen die Situation im Patienten in der Zellkultur. Um auf das Beispiel Darmkrebs nochmal zu kommen. Ein Patient mit einer besonderen Konstellation von Tumor, mit der geeigneten Behandlung, mit Metastasen, hat jetzt in etwa 20% die Möglichkeit der Heilung. Das war vor ein paar Jahren noch völlig unmöglich. Gabi Stein hat 5 Zyklen der sogenannten systemischen Chemotherapie mit Tumorantikörpern und Immunstärkung hinter sich. Die ersten Monate haben die dreifache Mutter geschlaucht. Jetzt geht es ihr besser. Man merkt dann auch, dass die Kraft zurückkommt und die Leber ist eben kleiner geworden, drückt den Magen nicht mehr ab. Also man merkt es dann auch schon, dass es angenehmer ist körperlich. Dass es keine Schmerzen mehr gibt in der Leber und vor allem Essen und Trinken, sowas alles in Ordnung, auch Schlafen geht wieder gut. Also wie Sie sehen, Frau Stein, die Metastasen haben sich sehr, sehr gut zurückgebildet. Und ich fahre jetzt mal langsam durch. Sie sehen schon hier das Dunkle, was Sie hier sehen, das sind die Metastasen. Das Helle, das ist das normale, gesunde Lebergewebe. Und hier im direkten Vergleich schon sehen Sie, diese große Metastase ist schon wesentlich kleiner geworden. Derzeit diskutieren die Ärzte der 50-Jährigen, ob die operative Entfernung der Tumoren doch möglich ist. Ein Schritt, der für Gabi Stein und die Mediziner vor einem halben Jahr noch undenkbar war.